LWC 2011. Herzlichen Glückwunsch an den neuen Ragnarok World Champion 2011, Thailand. Das Team setzte sich im Finale gegen Brasilien durch, die folgerichtig Zweiter wurden. Südkorea belegte nach einem Sieg über die USA den dritten Platz. Das europäische Team ist leider bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Serverausfälle verärgern Spieler. Bei der regulären Wartung am 13. Oktober sollte ein Double XP auf FRO hinzugefügt werden. Viele Spieler wissen mittlerweile, dass an diesem Patchtag oft nochmal ein zweiter Server-Reboot stattfindet. Um 18 Uhr gingen die Server also offline, blieben dies allerdings auch für knapp 3 Stunden. Betroffen waren diesmal nicht nur Zone-Server, sondern der komplette EFRO-Server. Die Spieler versammelten sich bei Rokards und im EFRO-Forum und machten ihm Ärger Luft. Ein weiterer Tiefpunkt war, nachdem die Server wieder online gingen, ein weiterer Down des Zone-Server Nummer 6, auf dem unter anderem Aldebaran, Itzlude und die Sleeper Map liegen. Dieser Server ging kurz nach 0 Uhr am Freitag offline und blieb dies für über 12 Stunden. Erst am Freitag um kurz nach 12:30 gelang es dem Techniker, den Server neu zu starten. Anmeldeschluss für Choose Your Weapon Event. Ich habe bereits darüber berichtet, Bobble hat im Rokards Forum ein Choose Your Weapon Event gestartet. Bei diesem kreativen Event sollt ihr euren Charakter zusammen im Kampf mit einem anderen Charakter darstellen. Der Anmeldeschluss ist um 23 Uhr am 16. Oktober. Ab dann wird es eine Auslosung geben und jedem Spieler wird ein Partner zugelost. Die Künstler haben dann bis Ende November Zeit, ihre Werke zu vervollständigen und wir können uns auf interessante Kampfszenen einstellen. Den Link zum Thread bei Rokards findet ihr wie immer in den Videoinformationen bei YouTube. Adventskalender 2011 nimmt Form an. Das Thema bei Rokards und im EFRO-Forum wurde bearbeitet. Nun findet ihr dort die Voraussetzungen, wie ihr am diesjährigen Community Adventskalender teilnehmen könnt. Es gibt eigentlich nur eine Bedingung, euer Beitrag soll mit Winter oder Weihnachten zu tun haben. Ansonsten seid ihr völlig frei, ihr könnt Musik, Texte, Videos oder was euch so einfällt einsenden. Einsendungen sind bis zum 27. November möglich. Weitere Informationen findet ihr bei Rokards, bei EFRO und bei rosport.de. Eventarchiv auf rosport.de. Schon länger waren die Texte, Bilder und Videos der vergangenen Euro-Events offline. Nun habe ich damit begonnen, ein neues Eventarchiv einzurichten. Derzeit findet ihr Bilder, Texte und sonstiges zu UR-Radio-Events, damals auf Euro. Bilder, Videos und Beschreibungen zu den Welcome to Weekend Event, zu den Little Sweet Events und zu weiteren Events von Euro und von Rosport werden in Kürze folgen.